Schule scheiße, Lehrer sind scheiße, Klassenkameraden sind scheiße, eigentlich ist alles scheiße, aber... Was willst du denn damit machen? Jemandem einen Antrag? Nein, die sind für meine Mutter. Willst du deine Mutter einen Antrag machen? Nein, mir tut ja alles so unendlich leid, den ganzen Mist, den ich hier gebaut habe. Aber ich tue nur so und dann knickt die immer ein. Alles klar, dann viel Spaß. Viel Glück. Ja, wünsch mir Glück. Ey, okay. Ja, wir sehen uns das jetzt an. Ja, bitte. Leona. Hi, Mama. Was machst du hier? Du musst doch in der Schule sein. Ich bin noch in der Schule. Ja, aber nicht in der richtigen. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Das sehe ich auch ein, aber ich will einfach hierhin zurück. Und ich habe mich wirklich geändert. Um dir das zu beweisen, habe ich dir was mitgebracht. Ach, nee, lass mal gut sein. Ich habe heute weder Geburtstag noch ist Muttertag. Für mich ist jeder Tag Muttertag. Soll ich dir was sagen, mein Freund? Selbst wenn Muttertag wäre, würdest du es nicht wissen. Und jetzt Abmarsch in die Schule. Und zwar in die richtige. Ja, tschüss. Okay, ich lasse die Bombe platzen. Jungs, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ein Drink, zwei Drinks, das war krank. Moment, Bro. Victor! Mit Lothar, von der Party, ne? Ja, genau. Alles klar? Ja, alles klar. Leonard eigentlich, aber egal. Ey, die Party war ja krank. Ja, freut mich, dass er dir gefallen hat. Bist du nächstes Wochenende wieder dabei? Nächstes Wochenende? Ey, wenn du mich schon so fragst, auf jeden Fall gerne, klar. Das war Victor, der arbeitet in der Shisha-Bar letzten Samstag. Egal, auf jeden Fall, die Chicks sind richtig krank abgegangen und eine ganz besonders. Shisha-Bar, war da eine Party? Ja, du musst dich da eintragen lassen, aber ist nur für geladene Gäste. Oh, ich bin geladen, kann ich mich eintragen? Ja, Party hin oder her. Erzähl mal von dem Chick, was war? Naja, ich sag mal so viel, die Kleine ist mir auf Toilette gegangen, nicht um die Hände zu waschen. Mann, Leonard, hör doch mal auf, so einen Scheiß zu erzählen, ne? Geiler Scheiß! Und ist peinlich, ne? Ist peinlich, oder? Ist peinlich, ne? Ist peinlich, oder? Machst du mal? Geh mal weg mit deinen Eiern, Alter. Komm, warte mal kurz. Die ganze Scheiße hier ist mir echt wichtig, okay? Und ich wäre dir echt verbunden, wenn du mit der Wiesenau reden würdest und der bei dir ein gutes Wort einlegen würdest. Weil wir brauchen einen Sieger. Shirt so sexy, it hurts. I'm too sexy for Milan. Ja, dann. Boah, Tobias, was ist los mit dir, Junge? Was ist los mit dir? Du spielst wie ein Mädchen, ist alles in Ordnung. Ja, alles gut. Okay, Brudi, jetzt muss ich das einsetzen. Also, freeze, ne? Stillhalten. Ne? Ja, ja. So, freeze, hey, du musst stillhalten. Okay. Das wird ein bisschen wehtun, aber ich muss das richtig gut verstecken, sonst wird das Romina sehen. Okay. Bist du gespannt? Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt und einfach nur geil. Okay, gut. Ich erkläre das mal ganz kurz. Mhm. Mit dem Ding kann ich alles hören, was du in der Kantine mit Romina besprichst. Also ich höre dir quasi über die Schulter. Was gleichzeitig auch bedeutet, dass ich dir auch Antworten geben kann. Kein Problem, wird nicht schief gehen. Ey, Rocco, also, du bist ein Genie, Alter. Okay, ich weiß. Okay, ich das doch. Ja, Bruder, du siehst top aus. Okay, perfekt. Du siehst top aus. Die Brille. Ah, ja. Perfekt. Ah, jetzt sieht's perfekt aus. Ja, ja? Okay, ja. Okay. Hi, Leonard. Hey, Romina. Boah, ich find's toll, dass du hier bist. Also, ich meine, du bist ja immer hier in der Schule und so, aber naja, ich meine, also mit mir, dass du heute mit mir hier bist. Ich find's einfach nur super. Kann's sein, dass du nervös bist? Ich? Quatsch, natürlich nicht. Anke? Ja? Zwei grüne Tee, bitte. Tee, grünen Tee. Ja? Ja, muss ich erst nachschauen, ob ich den hab. Das dauert bestimmt 5 Minuten, bis der fertig ist, wenn ich einen hab. Ja? Diese Amateure. In den Saftladen haben die nicht mal grünen Tee. Sag mal, wieso hast du eigentlich das Gedicht von Rückert ausgewählt? Also, ist er ein Vorbild für dich? Romina, ich find's echt toll, dass du das ansprichst. Ich will nicht direkt sagen Vorbild, aber ich liebe es einfach, wie Rückert schreibt, was er schreibt. Und ich finde, in dem Moment hat das einfach perfekt gepasst. Hast du denn ein Lieblingsgedicht? Mein Lieblingsgedicht? Habe ich ein Lieblingsgedicht? Die kleine Fabel von Kafka. Es würde so schön die Etappen des menschlichen Lebens darstellen. Oh ja, die kleine Fabel von Kafka. Ach, ich find's einfach toll, wie er die Etappen des menschlichen Lebens darstellt. Ja, ey, Mama, im Gegensatz zu dir hat Anke ein bisschen Verständnis wenigstens. Ja, von ihr kannst du dir noch ein Scheibchen abschneiden. Und außerdem, in Gottes Namen, was hab ich falsch gemacht? Du hast hier gearbeitet und wir reden da heute Abend drüber. Komm gleich mit, wir fahren nach Hause. Nee, auf mich brauchst du nicht warten, ich hab hier eh noch viel zu tun. Na, wie viele Anrufe hast du heute schon bekommen? Was für Anrufe? Ah, das ist die Rache von Tobi, ich weiß es. Oh,
egal, Bruder, danke für den Hinweis. Du bist echt ein korrekter Typ und auf dich kann man sich immer verlassen, Mario. Hey, sag mal, bist du bescheuert? Was machst du denn da? Lass das fallen sofort. Das ist arschgefährlich. Hey, was ist hier los? Was denkst du denn? Chill doch mal, das ist doch nur ein bisschen Feuer. Ja, ein bisschen Feuer, das ist arschgefährlich. Feuer ist arschgefährlich. Oh, meine Mutter ist die Direktorin. Ich kann mir ja alles erlauben, okay? Denkst du, die rettet dir jedes Mal den Arsch? Ja. Weißt du, ihr seid so eklig, ne? Leonard, ich hab dir gerade was gesagt, oder? Komm, lass es gut sein jetzt und geh einfach in den Unterricht. Das ist... Komm. Okay. Abgang. Oh ja. Leg mal auf, ich will mit dir reden. Nein, ist gerade wichtig. Leg. Das ist nicht wichtig, ich rede mit dir. Wo kommst du jetzt her? Wir haben seit 2 Minuten Pause. Ich war einen Döner holen. Wegen scheiß Kantinenfahrt kann doch keiner essen. Du kannst doch nicht ständig im Unterricht fehlen. Du hast 1000 Fehlstunden, Mensch. Du bist mein Sohn. Du kannst als Sohn der Direktorin dir nicht alles rausnehmen, was du willst. Okay. Und außerdem habe ich vorhin gehört, du hast einen Mülleimer angezogen. Geht's noch? Und? Ist doch nichts passiert. Sag mal, spinnst du? Was ist das denn für eine Einstellung? Hör auf damit. Jetzt geh mir nicht auf den Nerven. Bro, was meint die? Was meint die, Digga? Triff mich gleich im Wald hinter der Schule. Jack. Oh mein Gott, was soll ich machen? Soll ich es wieder reinlegen oder soll ich mitnehmen? Was soll ich machen? Reinlegen. Mitnehmen. Okay, cool. Ey, Digga, wir haben Unterricht, Alter. Wir müssen hurry up machen. Leonard, hier bin ich! Ich wusste, es ist eine Falle. Ich wusste es. Ey, Lukas hatte recht. Mia, zieh dir sofort was an. Ey, ganz ehrlich, Leonard, du willst es doch auch. Lass dich denn ständig zu deinem Glück zwingen? Mia, bitte hör auf, okay? Ich bin mit Rosa zusammen und ich liebe sie und du warst nur ein One-Night-Stand. Soll ich dir mal sagen, was Sache ist? Du lügst doch wie gedruckt. Und ganz ehrlich, ich finde, du bist ein richtiges Miststück. Ich mein's ernst. Was ist hier los? Keine Ahnung, die ist verrückt. Komm, das geht nicht. Nee, stopp. Ich denke, es wird dich wirklich interessieren. Nein, wir müssen gehen. Komm, wir müssen... Hey, hey, komm, wir müssen gehen. Komm. Rosa, komm schon. Komm mit. Wohin? Nach Hause. Wir wollten Pizza bestellen. Und... Pinkeln muss ich auch. Du hörst mir jetzt sofort zu, alles klar? Wieso machst du das? Wieso tust du mir und Rosa das an? Ich liebe dieses Mädchen, alles klar? Ey, du tust mir weh, lass mich mal los. Tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Aber warum machst du sowas? Ey, Leonard, das in der Turnhalle war erst der Anfang. Ich meine, ich werde Rosa erzählen, dass wir Sex hatten. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich werde Rosa erzählen, dass wir Sex machen. Einen Scheißdreck wirst du tun, alles klar? Du sagst hier gar nichts. Was muss ich tun, damit du uns in Ruhe lässt, endlich? Ich mache alles. Ein letztes Mal mit mir schlafen. Und dann lässt du uns wirklich in Ruhe? Habe ich dein Wort? Komm jetzt, komm, was ist los mit deiner Mutter? Ja, was ist da los? Wo ist sie? Warum ist sie da? Hallo? Ja, meiner Mutter geht's auf jeden Fall wieder besser. Oh, Gott sei Dank. Ja, die ist jetzt wieder bei Bewusstsein. Okay, gut. Die hat anscheinend einen Herzinfarkt. Ach du Scheiße. Was denn? Mann, hätte ich das gewusst mit deiner Ma, dann wäre ich dich heute Morgen nicht so angegangen. Tut mir voll leid. Heißt das, du willst mir noch mal eine Chance geben? Von vorne anfangen, ja? Nee, das kann ich einfach nicht. Das geht nicht. Aber bitte bestell deiner Mama gute Besserung, okay? Ja. Ich habe übertrieben Liebeskummer wegen Rosa. Aber du bist doch cool mit Rosa, oder? Ja, klar. Könntest du vielleicht für mich ein gutes Wort einlegen? Das sauerstoffarme Blut gerinnselt ins Gehirn. Und Moment mal, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Nee, das geht so. So, das fängt nämlich hier an, so. Und dann geht das hier rüber, darunter, darunter, hier runter. Immer so weiter. Also quasi bildlich so von unten nach oben. Vom Zehennagel bis zur Haarspitze. Okay, danke, das reicht mir schon. Ihr bekommt beide eine 5. Bitte? Eine 5? Wieso? Eine 5? Sie haben uns nicht mal gesagt, dass wir das lernen müssen. Genau. Berger, ich muss sagen, echt geilen Arsch, Mann. Ja, Mann, danke schön. Ey, Jungs, was wird das eigentlich, Alter? Hey. Fällt dir, was du siehst? Oh, ja. Ist aber noch nicht fertig. Oh mein Gott. Hey. Irgendwas fehlt. Was ist es bloß? Die gewisse Männlichkeit fehlt euch noch. Maestro, willkommen in Frische von der Barcelona. Na, Barcelona City. Sieht eher aus nach Karneval. Seid ihr das, diese Müffeln? Das ist ein guter Dufte. Müffeln? Sie meinen, wo Dufte, mein Liebe? Hey, noch einmal, du fliegst raus. In die Toilette. Hier, wieg mal.
Nein, hier. Oh Jungs, das habe ich nicht mit Männlichkeit gemeint. Guckt euch mal die Statue an. Das ist Männlichkeit. Na, packt ihr eure Pinsel mal schnell wieder ein, ja? Let it go. Nicht mehr machen, aber ja nicht. Hola, okay. Für wen von unseren Körperschönheit hast du dich entschieden? Ja, natürlich für mich, ne? Was ist denn da los? Ich verstehe nur Bahnhof. Backe, backe Kuchen, der Färber wird noch fluchen. Ich hab ne richtig geile Idee. Okay, ich hoffe. Oh, ja. Wow, was ein schönes Teil. Muy grande, muy grande. Ja, und was ist das? Abführmittel. Abführmittel? Ach so, Abführmittel, warum schreist du denn so? Wir schreien nicht so. Du hast geschrien, nicht ich. Digga. Herr Färber! Wir wollten Ihnen etwas zur Versöhnung anbieten. Und wir wollten uns einfach bei Ihnen entschuldigen und eine Friedenspfeife rauchen heute als Kuchen. Jetzt hören Sie mal. Also, wenn wir uns immer so einklingen dürfen, ich finde, der sieht wirklich großartig aus und ich glaube, wir würden ihn ganz gerne haben wollen, oder? Nee. Danke. Also, das ist jetzt nicht für das wollen wir doch nicht. Nein, das ist Herr Hansen, der Schokolade, da ist Laktose drin hier. Tobias, was machen wir? Ich weiß nicht. Weißt du das? Was? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Oh Gott. Tobias, was machen wir? Könnt ihr mir mal die Situation erklären? Leonard hat so ein kleines, mieses, hässliches Ding, passt zu seiner Hackfresse. Wollt ihr mich nachfragen? Pass auf, ich war die ganze Nacht wach, okay? Ich war die ganze Zeit am Handy. Weil ich seit einiger Zeit auf Social Media gemobbt werde halt. Ich krieg die ganze Zeit so Hate-Nachrichten. Krass. Und das ist echt heftig, Mann. Überleg doch mal, das geht doch voll nach hinten los, der Schuss. Je mehr ich dagegen ankämpfe, desto schlimmer wird's. Ist doch so. Naja, und irgendwie glaube ich, dass das so eine Art Racheaktion ist. Für meine ganzen Pranks. Du weißt ja, ich bin der Prankster. Digga, ist das dein scheiß Ernst, Junge? Ey, wegen dir, ja? Wegen dir denkt die ganze Promi-Welt bald, dass ich einen kleinen Piepern hab. Warum hast du das erzählt? Und dann noch Eva und Chris, Mann, ist das dein scheiß Ernst? Du und deine Tante, ihr seid die geborenen Opfer. Was ist das denn? Fuck, Mann, was soll ich machen? Hey, Digga, ich bin auf jeden Fall bei dir, okay? Leute, ich muss mich echt bei euch bedanken. Ihr seid ein echt tolles Team und ich muss mich auch entschuldigen bei euch. Ich habe eins eingesehen und zwar, Pranken ist scheiße und ich werde es in Zukunft auf jeden Fall lassen. Hast du einen am Bett oder was? Genau. Und bei Ihnen möchte ich mich noch mal ganz persönlich bedanken. Sehr gerne. Vielen Dank. Wirklich, ja, ihr wart, alles gut. Also ihr habt mich unterstützt, mir geholfen und ihr seid 10 von 10 und Sie sind 11. Leonard, du bist der Beste. Schießt du manchmal? Ich soll mit Carmen Baseball spielen? Oh mein Gott, nein, Mann. Aber das, was Carmens Gedächtnis gelöscht hat, bringt ihr Gedächtnis auch wieder zurück. Verstehst du, was ich meine? Leonard, hast du sie noch alle? Ich werde dir bestimmt keins damit überbraten. Nicht du, ich. Ich glaube, wir müssten noch einen Apfel haben. Hier, iss. Leute, ihr habt doch bestimmt auch Hunger. Sollen wir den nicht lieber teilen? Ja, ich will teilen. Sei ein tapferer Schneiderlein, Alexa. Alexa, Erznötiger. Testament. Felix, was willst du dann verehren? Deine verschwitzten Pippis? Oh, du bist ja witzig, ey. Ey, die sind nicht verschwitzt, aber weißt du was? Also. Leonard! Leonard, hey! Leonard, hey, Leonard, hallo! Hey, Leonard! Leonard ist dehydriert. Ich muss nur kurz ein bisschen liegen bleiben. Mir geht's gleich wieder gut. Wir brauchen einfach nur einen Arzt. Ein Puls. Aber ich glaube, ich mach das nicht richtig. Leonard! Kümmer.
Ich bin hier. Mach dir keine Sorgen, ich bin hier. Du musst die EFG verlassen, sagt er. Nein, bitte nicht. Doch. Pass auf, Leonard. Dass du die Prüfung geklaut hast, damit bist du wirklich zu weit gegangen. Ja, also da kann ich die Entscheidung vom Schulab auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, dass ich noch hier bin, ist ja schon ein Wunder. Aber das ist schon heftig. Ich hab damit nicht gerechnet. Ich bin raus. Tut mir voll leid. Wann denn? Nach der Verkündigung der Prüfungsergebnisse. Wieso hast du das alles auf deine Kappe genommen? Du hast es alleine ausgebadet. Ich hing da auch mit drin. Ja, aber Digga, wäre doch scheiße, wenn du auch gehen musst, oder? Reicht doch eine Person. Und außerdem war das meine Idee. Und ich muss dafür gerade stehen jetzt. Scheiße, Mann. Wir können den Prankmeister Leonard doch nicht ohne einen vernünftigen Prank gehen lassen. Nein! Yeah! Ohne eine Party, oder? Ja, Mann! Ich bin total geflasht. Ey, krass, Mann, ich dachte echt, ihr hättet mich vergessen. Dich haben wir nicht vergessen, aber nach der Party haben wir alles vergessen. Ja! Bist du eigentlich gesund? Hm? Was ist das denn für eine dumme Frage, ja? Nein, war nur Spaß. Also, naja, du hast mir heute nicht einen blöden Spruch gebracht. Nicht einen einzigen. Bist du etwa wehmütig, ne? Weil Leonard Steinmeier die Schule verlassen muss? Wehmütig? Als ob. Bist du krank oder kriegst du Fieber oder warum fantasierst du so rum? Da ist sie wieder, die alte Alexa Schneider. So wie wir sie alle kennen und lieben. Du warst doch noch nie wählerisch, was das betrifft, oder? Warst du nie? Also. Yeah. In einem Punkt aber schon.